weiß nicht, Sir. Er ist noch nicht so weit. Er antwortet nicht. Violinvirtuose David Garrett ist jetzt auf der großen Leinwand zu sehen. In seinem Schauspieldebüt verkörpert er keinen geringeren als Niccolo Paganini, den berühmtesten Geigenspieler des 19. Jahrhunderts. In Der Teufelsgeiger. Verschreibt euch mir und ihr werdet von Rom bis London frenetisch gefeiert. Lasst uns die Welt im Sturm erobern. Besonders spannend an Paganini finde ich das Gerücht von seinem Pakt mit dem Teufel, wodurch er angeblich so erfolgreich wurde. Er hat dieses Image nicht erfunden, das wurde ihm aufgedrückt. Dieser Paganini ist ein berüchtigter Verführer und er huldigt dem Teufel. Musik in meinen Ohren. Ich glaube, dass gerade in der romantischen Zeit es einfach gewesen ist, jemanden einen Stempel aufzudrücken, das, besonders wenn jemand außergewöhnlich war. Er hat sicherlich damit kokettiert und das auch nicht verneint. Ich glaube, dass ihm das auch ein Stück weit Spaß gemacht hat. Paganini war der erste Rockstar. Das muss total aufregend gewesen sein, diesen Mann damals live auf der Bühne zu erleben. Genau dieses Gefühl möchte ich dem Publikum bei unserem Film vermitteln. Der Teufelsgeiger, ab 31. Oktober im Kino.